So, Leute, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum nächsten kleinen Video von mir. Leute, heute nur ein Video. Wir gucken uns mal alle Welten von mir an, eher gesagt die aktuellsten Projekte von mir, die aktuell immer noch laufen und weitergehen. Und ich würde sagen, Leute, wir beginnen nach dem Intro. So, da sind wir auch wieder, Leute. Wie gesagt, heute ein Video, wie wir unsere, wie gesagt, meine aktuellsten Projekte gucken wir uns an. Nicht alle Welten, wie gesagt, aktuellsten Projekte. Und ich bin jetzt auf der ersten Map. Das ist die Titanic-Welt, Leute. Die kennt ihr aus ein, zwei Videos, glaube ich. Das ist so ein Nebenbei-Projekt von mir. Also das mache ich nicht mit jedem von euch, die mitspielen, sondern nur bestimmte Leute und nebenbei einfach. Ihr seht das auch schon, die joinen direkt nach, aber wir werden mal kurz Servus schreiben. Servus. Ach. Nicht Servus, wir machen Moin. Ganz einfach. Moin. Wie gesagt, Leute, da sind wir aktuell auch oft drauf. Also relativ oft. CD-Bild geht vor, da kommen wir aber gleich zu. Wie gesagt, ihr kennt die Welt bestimmt. Ihr seht dieses Hotel schon. Das ist die Titanic. Und da sind die ganzen Wohnhäuser, die ich glaube ich schon mal in einem Video gezeigt habe. Und wir haben aktuell weitergebaut. Hier entstehen Tower. Da entstehen auch ein paar Häuser. Die stehen aber ein bisschen länger schon. Und ja, ihr seht das einfach. Das ist, wie gesagt, es ist nur eine Karte bis jetzt von der Insel her, aber die wird riesig. Allein der Berg, Leute. Da gehen schon mal Props raus an GG Leon. Er hilft da sehr, sehr gut, Leute. Wie gesagt, Props, er ist auch drauf. GG Leon. Er hat sich mit zu mir. Warte. Nehme Video auf. Video auf. So. Er hat, wie gesagt, ich habe die Umrisse vom Berg gemacht, vorgegeben. Und er hat die Detailarbeit gemacht, sag ich mal. Weil die ganzen Umrisse jetzt hier, Berg hier nach oben geht, von unten nach oben, das war ich. Auch mit diesen Wänden, wo die sein sollen. Entstehen sollen so detaillierte Wände und er hat die ganze Deko hier rangeklatscht. Ich habe da hinten, ihr gesagt, die eine Ecke hatte ich angefangen mit Deko machen. Ja, hier hinten die Ecke. Er hat ihnen noch ein paar andere Blöcke hinzugemacht und verbessert, ja, nicht verbessert, aber einfach andere Blöcke noch mit zugearbeitet. Und ihr seht das, Leute, dieser Berg. Baba, die Brücke ist jetzt noch nicht fertig, da werde ich noch ein bisschen umändern, weil da hat GG Leon zu mir geschrieben. Gesagt, dass da dass er nicht so gut Brücken bauen kann. Das ist aber, wie gesagt, meiner Meinung nach ist die schon relativ okay. Sieht gut aus eigentlich. Aber da werden wir noch mal was anderes hinzimmern. Ihr habt auch einen Fluss mit eingebaut. Den hat er gemacht, Leute. Wie gesagt, GG Leon. Props gehen da nicht raus, immer noch. Ja, viel kann ich auch noch nicht zu verraten, Leute, weil, wie gesagt, ich mache per NPCs, mache ich hier so eine kleine Story rein. Durch die NPCs könnt ihr zu der Besonderheiten von dieser Welt kommen. Zum Beispiel zum Schiff, da hinten die beiden Tower, zu hier hin. Das kann ich euch gleich nochmal zeigen, bevor wir weitergehen. Wie gesagt, dieses Riesenhaus ist auch noch nicht fertig. Da fehlt das Dach noch. Und die ganze Einrichtung. Es kommt aber alles später. Garten fehlt auch noch. Und aber ihr seht das, Leute, was das für ein Ausmaß ist. Das ist nämlich aktuell das, was wir gemacht haben. Das Haus und die beiden Tower da hinten. Was aktuell gerade noch weitergebaut werden, weil wir, wie gesagt, wollen hier auch mal weiterkommen. Aber nichtsdestotrotz, Leute, würde ich mal sagen, bevor wir es zu lang machen und die aktuellsten Projekte von mir zeigen, gehen wir nochmal direkt zum Spawn, dann zeige ich euch, was ich vorhab. Wie gesagt, eine Story.
per NPCs, wo ihr kleine Easter Eggs rausfinden müsst und ja, Suchspiele, wie auch immer. Da lasse ich mir was einfallen. Ihr seht das schon, hier war eine Regeltafel und alles. Ich habe es jetzt so gemacht, dass hier dann drin steht, wenn ihr überleben seid, sieht ihr das ja automatisch. Damit seht ihr ja nicht diese Einstellung hier, sondern seht ihr das so. Dialog. Da soll Bauteam rein, hier die Regeln und die Geschichte zur Map. Kommt da auch rein. Hier steht noch, da werde ich noch einen anderen NPC hinmachen. Seit wann die Welt im Bau ist, 14.10.2019. Hier sieht er schon mit diesen NPCs, Titanic, Elementrix Villa, Hotel Valentina, das ist das Hotel. Leute, noch als Info, alle Straßen, alle Häuser, die hier gebaut werden, die werden eingerichtet und nach Hausnummern und Straßen, ja, werden benannt. Also jedes Haus hat eine Hausnummer und jede Straße hat nachher einen Namen. Dadurch ist es auch leichter, sich zu orientieren nachher, wenn wir hier eine kleine Story draus machen aus Minecraft, zum Beispiel irgendwas einfallen lassen. Und hier fängt es nämlich schon an. Dialog ist noch nichts drin, wenn ich auf Hotel haben wir ja noch nicht. Villa hatten wir. Lass mich doch mal ran da. Dialog da. TP zur Villa von Elementwix. Oh. Ups. Tschüss. Da haben wir sie teleportiert. So. Da sind wir nämlich direkt bei der Villa. Das nochmal als Vorab, Leute, damit ihr so einen Plan habt, was so Sache ist bei meinen Projekten. Wir werden aber nichtsdestotrotz, Leute, wir sehen uns auch gleich auf der anderen Map. So, Leute, da sind wir wieder. Wie gesagt, waren auf der Titanic Map gerade eben. Und ich springe immer Map zu Map. Das ist jetzt aktuell mein Zielbild. Den kennt viele von euch. Viele machen auch mit. Ihr seht auch, dass es hier eskaliert. Also da entsteht was, hier entsteht was, da, da. Nimmst du noch auf? Minecraft. Ja. Wie gesagt, hier entsteht sehr, sehr viel, Leute. Ich bin auch immer am Verbessern des Citybuilds und am Hinterherkommen, dass ich auch für euch, wie gesagt, alles draufkriege und auch zeige. Wir gehen mal zum Portalraum. Ja, Leute, guck mal, das ist nämlich schon eine Sache. Per Klopf. Müsst ihr jetzt. Weil wir andauernd immer hin und her teleportiert worden sind. Keine Ahnung wieso. Und das ist immer noch. Bloß wir. Siehst ja jetzt. Ich habe Portalraum gedrückt, Leute. Guck mal, wo ich bin. Nicht im Portalraum. Das ist irgendwie noch so komisch. Alles irgendwie mit den Teleportieren noch so verbuggt von den Commands. Keine Ahnung, was da los ist. Da müssen wir aber drüber schauen. Einfach scheißegal. Ich weiß gar nicht, auf welchen CB die alle sind. Die sind überall. Keine Ahnung, wo überall. Wir teleportieren uns mal hier und gucken mal hier. Ihr seht das, Leute. Hier geht's auch weiter. Direkt am Spawn schon alles gerammelt voll. Hier bauen, da welche GS aushöhlen, da baut irgendeiner was. Hier ist ein großes Merch und das geht auf jeden CB so. Weiter. Überall ist irgendwas. Also wenn ich jetzt noch weiterfliegen würde, Leute, da vorne taucht auch noch mehr auf. Aber so sieht das aktuell aus. Die Leute, wie gesagt, eskalieren, die farmen. Wir können ja mal gucken, ob GG Leon da drauf ist. Guck mal, er farmt gerade Geld, ihr habt das gesehen. Da, jetzt geht wieder Geld runter. Gerade eben ging wieder hoch. Ah, was macht er jetzt? Er ist, glaube ich, im Casino. Am Casino farm, aber das macht nichts. Ja, Leute, das ist wie gesagt mein Hauptprojekt. Und die Titanic-Welt ist als Zweitprojekt, sag ich mal. Weil City Build, wie gesagt, geht vor. Weil ich will mit euch hier zusammen spielen, bauen. Ja, Sachen per Commands machen. Damit ihr eben halt ein geiles Spielerlebnis bekommt hier. Im Moment zwar nicht so, wegen den Lags, weil keine Ahnung wieso, alle Command-Blöcke sind eigentlich aus. Außer die Shops. Vom Shop-System her. Die sind an. Aber sonst ist alles aus. Die Command-Blocks für die Plots, damit ihr da nicht griefen könnt und so, sind alle aus. Oder am Spawn ist alles aus. Teilweise auch schon abgebaut, weil ich am Umbauen bin. Mit diesem Verweiger-Block und, ja, wie der andere Block, keine Ahnung wie der jetzt heißt. Mit den beiden.
Aber trotzdem leckt das. Ist keine Ahnung wieso, weiß ich nicht. Müssen wir noch rausfinden. Ja, Leute, ich springe jetzt wieder zur nächsten Map. Bis gleich. Ja, da sind wir auch wieder, Leute. Ihr könnt mal raten, was das ist. Nein, Spaß. Wir sind aktuell auf der Kartenwelt. Also das ist mein Kartenprojekt, Leute. Da nehmen wir immer eine kleine Karte. Und aus dieser Karte, ihr seht das hier mit bitte Abstand halten, 1,50 m. Das sind Karten, die wir, Stan und ich, gebaut haben. Sternkarte, eine Frau von hinten. Rot-Weiß. Hier noch eine Frau, das ist. Keine Ahnung. Steht auch immer Drachen zum Beispiel. Dass man irgendwelche Sachen zum Beispiel baut. Hier hat einer Nether. Ja, das Nether von oben auf der Karte. Man sieht es, erkennt es. Nether-System. Das müssen wir nicht drauf eingehen. Das ist auch, wie gesagt, Leute, ihr dürft alles an Karten bauen. Alles. Es gibt keine Regeln. Natürlich darf nicht gegrieft werden. Und sonstiges. Das sind die einzigen Regeln. Aber sonst dürft ihr eigentlich alles bauen, was ihr wollt. Weil das ist eine Welt, die, wie gesagt, zeige ich nicht so auf YouTube, Leute. Das ist einfach nur für mich. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr gerne mitmachen. Ihr könnt alles bauen, was ihr wollt. Wir können auch noch, wie gesagt, ganz viele Karten zeigen, Leute. Zum Beispiel hier hinten ist eine, die zeige ich jetzt nicht ganz. Da hinten taucht sie auf in weiß. Die zeige ich jetzt nicht so. Aber die könnt ihr euch selber angucken. Wie gesagt, aktuell Kartenprojekt. Damit ihr Bescheid wisst. Und wir gehen auf die nächste Map. So, Leute, und da sind wir auch schon auf der letzten Map. Da machen wir mal kurz ein paar Einstellungen. Ihr hört sonst die ganze Zeit klick, klack, klick, klack, klick, klack, klick, klack. Die ganze Zeit, ihr hört es. Eskalation. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ach, Minecraft. Ja, Leute, habt ihr es auch geguckt? Ihr kriegt das, glaube ich, jetzt im Video mit. Hoffe ich. Dass ihr mal seht, wie Minecraft einfach laggt. Weil, wie gesagt, das ist jetzt. Letztens lief alles gut auf der Welt. Keine Lags und auf einmal wieder völlig. Na, machen wir anders. So, zack. Gehen wir mal weg hier, damit das aufhört, dieses Geklacken. Ihr könnt ja mal raten, was ist es, Leute. Was schätzt ihr, was das hier ist? Ja, Leute. Es ist Kaktus. Es ist eine Kaktusfarm. Das ist aber, wie gesagt, auch für mich, Leute. Ich will einfach mal austesten, was die Konsole eigentlich auf dem Server aushält. Weil jetzt hier werden die ganze Zeit Items gedroppt, die fallen da runter. Da unten ist ein System, was die ganze Zeit arbeitet. Davon werden wir noch mehr bauen. Weil, wie gesagt, Leute, ich teste auch oft. Gucken, wie laufen die Server. Was kann ein, wie gesagt, welche Blöcke können die Server zerstören auf Minecraft PS4 Edition? Und das fängt, wie gesagt, bei Kakteen, wie auch immer. Ja, fängt es auch schon gut an. Und eben halt auch zu testen, dass ich eine geile Kaktusfarm bauen kann. Dafür ist sie auch da. Aber ihr merkt das ja, sobald wir hier unten hingehen, leckt es. Und hier wieder nicht, sobald wir wegschauen. Also, ich sag mal, so viele Kakteen auf einmal, wenn einer es von euch auch vorhat, Leute. Wie gesagt, das ist schon bald wieder ausreichend und zu viel. Ihr seht, wie hoch das geht hier. Der ist nicht so hoch, aber der ist eben halt verdammt hoch. Und auch verdammt breit. Also riesig, das Teil. Wie gesagt, hier werden die ganze Zeit Kaktusse produziert. Die ganze Zeit. Durchgehend. Wir können mal gucken, wie schnell. Also sehr, sehr schnell. Und das ist auch zurzeit die aktuellste, wie gesagt, die letzte aktuellste Map. Die, ich sag mal so, Leute, wo dieser grüne Block ist, da sind die Kisten schon komplett voll mit Kakteen. Da wendemäßig reingucken, da. Und sobald wir eben halt hier hochgehen, hier. Noch ist auch voll. Und hier müsste was drin sein, aber noch nicht voll. Das mache ich mir als Markierung voll hin, damit ich weiß, welche Kiste voll ist, weil hier stehen einige. Hier vorne haben wir auch ein System, dass das automatisch einsortiert wird. Und es geht auch, glaube ich, verdammt schnell. Wir müssen schon. Nee. Ihr hört das Klick. Klick, klack, 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 klack. Da. Guck mal, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Also, verdammt schnell. Und hier drüben geht das weiter.
Da drüben macht er das auch, weil wir von hier aus die ganzen Kakteen sammeln. Ihr seht das, die kommen ab und zu mal gar nicht hinterher, das System hier. Weil so viele Kakteen von oben runterkommen, das ist echt heftig. Ja, Leute, das ist die letzte Map. Jetzt werden wir noch mal kurz im Menü reingehen und da werde ich euch, wie gesagt, im Hauptmenü noch ein paar Welten zeigen. Das können wir aber jetzt im Ende so mit anschließen. Da brauchen wir jetzt keinen Cut reinmachen. Da warten wir da kurz, bis wir mit draußen sind und dann zeige ich euch, welche Welten ich noch habe, die aber aktuell kein Projekt sind. Wie gesagt, das seht ihr jetzt, wenn wir dann mal ins Menü kommen würden, weil wir haben schon wieder Standbild. Ihr seht das, Leute. Zieht euch das mal rein. Das ist doch nicht mehr normal von Minecraft. Wie gesagt, Leute, da könnte ich mich auch drüber wieder extrem aufregen. Aber das machen wir nicht, weil das ein Video ist heute, wo ich nur meine Welten zeige. Aktuellsten Projekte. Wie gesagt, Kaktus Welt ist ein Projekt, Kartenwelt, Infinity HD.net ist das Hauptprojekt und die Titanic Welt, Leute. Sind die aktuellsten Projekte, 4 Stück. Ich habe noch andere Projekte für mich, aber das ist einfach für mich, Leute. Wie gesagt, seht ihr auch schon. Jurassic World, das ist eine Map. Das ist eine gekaufte Welt. Da ist auch wirklich ein Jurassic Park drauf. Also ein ganzer Park World. Kennt ihr eben halt. Wer den Film kennt, Jurassic World, den ersten Teil, nicht den zweiten, sondern den ersten, weiß Bescheid, was da abgeht. Testplot für GG. Das ist eine Welt. Da baue ich meinen Plot vor für Gwiefer Games, Leute. Kennt ihr? Größtes Citybild Deutschlands. Für Gwiefer Games. Dann haben wir hier noch mein alten Citybild. Das ist auch noch mein alter Citybild. Den, sag ich mal, lösche ich alle Plots, Leute. Da werden alle Plots gerade gelöscht. Bin ich immer noch bei. Zwischendurch. Selten. Sehr, sehr selten. Und ich will gucken, ob ich da draußen noch ein Citybild machen kann. Falls mal der hier oben wirklich nachher wieder abschmiert, weil PS4-Edition. Also ich finde, die alten Server, die wir früher erstellt haben, auf der alten Minecraft-Edition von der PS4 aus, liefen stabiler als diese neuen von der Bedrock. Muss ich ehrlich sagen, weil das ist ein neuer Server, jetzt Infinity HD. Citybuild, die Kopie, das ist ja auch noch der Citybuild da unten. Die laufen stabiler als die neuen Server. Ihr könnt ja mal eure Meinung reinschreiben. Dann haben wir hier meine Welt kreativ. Das, Leute, ihr seht da, ich schätze mal im Bild, seht ihr ein großes Gebäude. Ja, das ist auch ein großes Gebäude. Das ist nämlich ein Gwiefer Games Spawn. Gwiefer Games, der Spawn, wie gesagt, nicht original, wie gesagt, originalgetreu schon. Aber nicht zu 100%. Wie gesagt, den baue ich nach. Portalraum, sonstiges, wie auch immer. Das ist mein Projekt, Leute. Das ist einfach meins. Das mache ich zwischendurch. Da seid ihr nicht immer mit. Das kriegt ihr auch nicht immer mit. Dann haben wir hier meine Welt kreativ. Das ist meine Tutorial-Welt. Da zeige ich euch die Commands, etc., etc. Das weiß ich jetzt gerade nicht, welche Welt das ist. Elementfix. Habe ich gerade keine Ahnung, muss ich mir mal angucken. Minecraft Dungeons, kennt jeder von euch. Da baue ich einfach eine Welt zu. Da habe ich mal angefangen, habe ich nie weitergebaut, weil keine Lust mehr gehabt. Wegen den anderen Projekten, die gehen vor. Das ist eine alte Welt, Minecraft Überleben. Das war die Welt aus dem Stream, wo ich gesagt habe, keine Regeln, jeder darf machen, was er will, außer die Welt zum Crashen bringen, ist ja logisch. Und mehr nicht. Das ist nochmal ein Citybild, das ist die Kopie. Für YouTube, das ist die Überlebenswelt für YouTube, die wir gemacht haben. Die existiert auch noch. Hier sind auch noch einige Welten. Crafting Time 2 kennt ihr. Überleben 9.11.2019. Das sind so, wie gesagt, meine Welten, Leute. Jetzt wisst ihr grob Bescheid, was Sache ist, was abgeht, was Projekte noch bei mir anstehen. Wie gesagt, die am Laufen sind 4 Stück. Die unteren da, die zählen nicht, die sind privat.
nebenbei zwischendurch, wenn ich mal Lust habe, alleine zu spielen. Braucht ja jeder von euch mal einfach mal Geduld, einfach mal alleine zocken. Jetzt wisst ihr Bescheid, Leute. Ich will das Video nicht in Länge ziehen. Ich gehe es jetzt noch bearbeiten und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video oder Livestream. Euer Elementwig. Tschüssikowski. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.